8 Uhr. Aufstehen, König. 8 Uhr. Aufstehen. Alte Schlafmütze. Sitzt viel zu weit hinten. Ich sehe ja aus wie ein Auerhahn. He, König! Schlaf, Schlaf, Schlafmütze. Euer Majestät, was darf ich servieren? Sagen Sie, James, ist mein königlicher Kundschafter noch nicht da? Nein, Majestät, es ist auch erst kurz nach 8, Majestät. Der königliche Kundschafter pflegt immer erst um 9 Uhr zum Rapport zu erscheinen. Ja, natürlich. Ach, diese Krone bringt mich ganz durcheinander. Eine Schande. Sehr zu wohl, Majestät. James. Gewöhnen Sie sich endlich daran, dass Sie nicht mehr königlicher Mundschenk, sondern königlicher Kammerdiener sind. Es heißt nicht sehr zum Wohl, sondern sehr wohl, Majestät. Und außerdem geht Sie meine Krone einen feuchten Staub an. Sehr zum Wohl, Majestät. James, sorgen Sie dafür, dass der königliche Kundschafter sofort Zugang zu mir hat. Für den königlichen Kundschafter. Sehr zum Wohl. Gestatten, Noro, königlicher Kundschafter, Schafter. Noro sieht alles, weiß alles, berichtet alles. Alles. Steckt den Schnabel nur zu gern, gern in die Sachen fremder Herren, Herren. Kennt die tägliche Gewohnheit aller Damen, Damen und von jedermann im Königreich die Namen. Amen. Den da vorne allerdings, den kenne ich nicht, nicht. Hab ihn jedenfalls noch nie hier in Pumpelonien gesehen. Dort im uralten Gemäuer, euer, ist heut früh nicht ganz geheuer, heuer. Denn ein Fremder, der maskiert, giert, hier schon länger rumhantiert, tiert. Aha, er scheint irgendetwas gesucht und gefunden zu haben. Er über die Grenze nach Bipinien. Interessant, Ant. Da drüben darf ich leider nicht kundschaften. Na ja, zu Hause gibt es auch genug zu sehen, Ehen. In dem grauslich dunklen Loch, Loch, lebt ein alter Drache noch, noch. Und er macht dem König Kummer, Kummer, liegt er meistens auch und ewig lang im Schlummer, Lummer. Arr. Aha, da erblicke ich ja gerade einen meiner Mitarbeiter. Meinen speziellen Drachenkundschafter sozusagen. Nun, Biberbär, was gibt's, gibt's? Nun, nun? Bevor du gekommen bist, hat sein Magen geknurrt. Aber so, da kannst du nur noch bibbern. So, 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 so? So. Bedenklich. Ja, Biberbär, bedenklich. Ein Magenknurren gilt ja gewöhnlich als Anzeichen von Appetit-Tiet. Bevor er mich verzehrt, haue ich ab. Du haust nicht ab, Biberbär. Der König selber hat es verboten. Verboten. Also ist alles, alles? Bestens. Na, bitte, bitte. Ah!
natürlich nicht, nicht. Das mit dem König, König. Aber auf diese Art habe ich immer einen Späher direkt beim Drachen. Gut was. Ich tue jedenfalls nichts als meine Pflicht. Hab die Augen überall, all. Seh den Pumpel hier im Stall, Stall. Aber die Frau Königin sieht das überhaupt nicht gerne. Der Pumpel ist nämlich unser Prinz. Man sollte es nicht für möglich halten, halten. Das Mariechen im Gemüs, Müs, schaut heute ganz besonders süß, süß. Und im Garten steht der Koch da im Spinat, Naht. Ihm ist heute wie so oft besonders fad, fad. Guten Morgen, Majestät, Ästät. Der königliche Kundschafter möchte berichten, ichten. Nun, was gibt es Neues, Noro? Hat die Augen überall, all? Sah Prinz Pumpel bei dem Stall, Stall. Das Mariechen im Gemüs, Müs. Das soll was Neues sein. Das berichtest du doch jeden Tag. Und der Koch stand im Spinat, Naht. Ihm ist heute wieder einmal fad, natürlich. Ein alter Hut ist das, Noro. Gibt es gar nichts Neues. Doch, Majestät, Ästät. Der Drache hat, der Magen hat, der Magen von dem Drachen hat geknurrt, geknurrt. So? Hat er das? Jawohl, Majestät, ganz schrecklich, ecklich. Da muss etwas geschehen. König, König! Sonst noch etwas, Noro? Oh ja, Majestät, Ästät. In der alten Ruine, nicht weit von der Grenze, über die ihr euch mit dem Königshaus von Pipinien zu streiten pflegt. Die Ruine gehört uns! Selbstredend, Majestät. Da hat sich heute ein Maskierter herumgetrieben. Eine Gestalt in einem großen, schwarzen Radmantel. König, Telefon! Warum schreist du denn so, Elodie, am frühen Morgen? Und dieses Telefon, wie soll man da in Ruhe schlafen? Hä? Es ist 9 Uhr vorbei. Höchste Zeit zum Aufstehen und zum Regieren. Aber ich bin erst vorletzten Mittwoch um 9 Uhr aufgestanden und das ist mir gar nicht bekommen. Hä? Alles muss man hier selber machen. Ich habe es satt. Einfach satt. Hallo? Oh, du bist es. Moment mal. Verschwinde, Schnüffler. Immer wenn's interessant wird. Bertlinde, Liebste. Elodie, Liebste. Wie geht es euch denn so in Pumpelonien? Oh, danke der Nachfrage, Bertlinde. Und bei euch in Pipinien? Ich hoffe, alles ist wohl auf. Bestens, Liebste. Alles einfach bestens. Kann ich mal bitte deinen Gatten, den König, sprechen? Den König? Nein, den kann ich dir leider nicht ans Telefon holen. Nein, der ist schon seit dem Morgengrauen am Regieren. Kann man denn keine 5 Minuten Ruhe haben? Aber euer Pumpelonien ist doch so klein gegenüber unserem großen Pipinien. Und König Pimpi, mein Gatte, ist auch noch nicht beim Regieren heute Vormittag. König Pumpel, mein Gatte, ist eben ein besonders fleißiger König. Sag mal, Elodie, habt ihr neuerdings Wildschweine im Palast? Wildschweine? Aber nein, das muss eine Störung in der Leitung gewesen sein. Jetzt kommt doch endlich zur Sache, Frau. Ach ja, ich soll euch übrigens im Auftrag von König Pimpi an unsere alte Abmachung erinnern. Abmachung? Na, die von damals. Von damals? Na, dass unsere Pimpinella, sie ist übrigens eine bildschöne Prinzessin geworden und euer Pumpel ein Paar werden. Ach so. Ja, warum nicht? Also kurz, meine Liebste, Pimpinella wird morgen bei euch vorbeikommen. Ein kleiner, inoffizieller Besuch, ja? Damit die beiden sich ein bisschen beschnuppern können, nicht wahr? Waren ja noch Kinder, als sie sich zuletzt gesehen haben. Schon morgen? Aber das ist ja wundervoll, einfach wundervoll. Wir werden sie in allen Ehren empfangen und Pumpel wird außer sich sein vor Glück. Tschüss, liebste Bertlinde, tschüss. Hör zu, König,
Morgen schicken uns die Pipinia Pimpinella vorbei. Der Tag fängt ja wirklich gut an, hä? Was will denn diese verzogene Göre hier? Das unleidlichste Kind, das mir je untergekommen ist. Sie ist keine Göre und kein Kind mehr, König, sondern zu einer wunderschönen Prinzessin herangewachsen und wird bald eine wunderschöne, steinreiche Königin abgeben. Auch Königinnen können unleidlich sein. Und außerdem, König, hast du selbst dem König Pimpi damals die Ehe zwischen Pumpel und Pimpinella versprochen. Zwei. Ja, ja, damals hatten wir alle ein bisschen viel von unserem Stachelbeerwein getrunken. Na ja, aber jetzt denk doch mal, König, ausnahmsweise. Die Pimpis stinken vor Geld. Pimpinella wird einen großen Topf Gold und ein dickes Scheckbuch mit in die Ehe bringen. Und damit könnten wir endlich unser Reich ein wenig in Ordnung bringen. Ist in Pumpelonien irgendetwas nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, einfach gar nichts. Das Dach muss repariert werden, damit es nicht mehr ins Bett regnet. Es hat heute Nacht nicht in unser Bett geregnet. Es hat heute Nacht nicht in unser Bett geregnet, weil es heute Nacht überhaupt nicht geregnet hat. Aber wenn es wieder regnet, regnet es auch wieder in unser Bett, dass du das nicht kapierst, König. Sechs, ich darf noch mal. Kann sie denn wenigstens, Mensch, ärgere dich nicht spielen, deine Pipinella? Ist das alles, was dich interessiert? Nochmal eine Sechs. Ja. Euer Majestät, was darf ich servieren? Den Pumpel, James. Sehr zum Wohl, Majestät. Habe keine Ahnung, wo er sich aufhält. Dann such ihn, Faulpelz. Pelz? Pelz? Pelze. Pelze haben Tiere und Tiere sind im Stall. Und im Stall ist der Pumpel. Meistens, meistens. Für dich immer noch Prinz Pumpel. So viel Zeit muss sein. Na, worauf wartest du? Her mit ihm, aber schnell. Hey, ist der Pumpel bei euch? Habt ihr den Pumpel gesehen? Pumpel hier? Pumpel, Pumpel? Ich kann Tiere nicht leiden. Hirnloses Pack, das immer nur ans Fressen denkt. Wo steckt denn dieser Pumpellümmel bloß? Ach, ich ahne was. Nun nimm ihn doch, Mariechen, bitte. Ich brauche keinen kostbaren Ring, Pumpel. Was ich brauche, ist eine neue Gartenschere. Aber Mariechen, er würde dir so gut stehen. Der Stein hat die gleiche Farbe wie deine Augen. Es geht nicht. Was würde wohl die Königin dazu sagen? Gift und Galle würde die spucken. Ein Familienerbstück für eine Gärtnerin. Die Königin. Es ist mein Ring, er stammt von Oma und ich kann damit machen, was ich will. Und warum willst du ihn unbedingt mir schenken? Weil ich dich liebe. Lieber Pumpe, du sollst sofort zu deiner Frau Königsmutter kommen. Und zwar Dalli. Blöder Spion. Bis bald, Mariechen. Bis bald, Pumpe. Blöder Spion. Ah, immer auf die kleinen einen. Wäre ja eigentlich ganz nett, das Mariechen, wenn sie nicht so einen schrecklich schlechten Geschmack hätte. Ich meine, was Tiere betrifft. Arr. Wenn ich diesen räudigen Kater mit dem schwachsinnigen Namen Bumibol nur sehe. Da du. Ja,